Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Heute dreht sich auch wieder alles um den Outdoor Jolly Jumper von Liebstes. Und zwar ist das Teil 2 meiner neuen Outdoor-Walk-Anzüge. Am Samstag gab es ja hier ein Video außer der Reihe, da habe ich euch die beiden Babyanzüge gezeigt, die ich aus dem neuen Outdoor Jolly Jumper genäht habe, mit Umschlägen an den Händen. Und heute zeige ich euch quasi die Kleinkind-Variante, die ich genäht habe für meinen fast dreijährigen Sohn. Und zwar habe ich hier mit innenliegenden Bündchen gearbeitet. Außerdem habe ich hier einen geraden Reißverschluss genutzt. Ich habe eine Kapuze, die ich abgefüttert habe. Und ich zeige euch, wie ich vorne den Reißverschluss mit einem Beleg aus Jersey nähen werde. Das Video heute passiert auch wieder in Kooperation mit Liebstes. Dahinter steckt die liebe Ronja, die diesen wunderschönen Schnitt entwickelt hat. Die meisten von euch kennen ja den Jolly Jumper mittlerweile. Das ist eigentlich ein Indoor-Anzug für elastische Stoffe. Aber viele, wie auch ich, haben den als Walk-Anzug genäht. Und deswegen hat sie jetzt eine Outdoor-Version davon rausgebracht, das heißt eine gleich zwei. Jetzt ist dieser Schnitt eben perfekt für Walk, für Softgel und andere dicke, feste Outdoor-Stoffe gemacht. Es gibt weiterhin den Indoor-Jolly-Jumper, aber es gibt jetzt eben, wie gesagt, auch den Outdoor-Jolly-Jumper und zwar einmal den Draußen-Anzug, das ist eine gefütterte Variante und es gibt auch den Matsche-Anzug. Da habt ihr einmal die Variante mit Umschlägen zu arbeiten, das ist wie gesagt vor allem für Babys sehr gut oder eben auch bei Softgel mit einem Gummizugende. Oder wie ich es heute machen werde, mit innenliegenden Bündchen. Es gibt super, super viele Varianten, gefüttert, ungefüttert, verschiedene Kapuzenformen, schräger Reißverschluss, langer Reißverschluss, Knopflöcher. Es gibt sogar Umschlagvarianten für Bündchen, das habe ich auch noch nie gesehen, das ist auch cool. Und. Ich nähe heute Größe 110. Es gibt den Jolly Jumper jetzt in Einzelgrößen. Auch den Indoor Jolly Jumper gibt es jetzt, oder der wurde geupdatet und den gibt es jetzt auch in Einzelgrößen. Ich habe heute auch einen Rabattcode für euch. Und zwar bekommt ihr mit diesem Code 20% Rabatt auf die Jolly Jumper Schnittmuster. Und das gilt auch noch auf den Einführungspreis. Also es gibt den Jolly Jumper sowieso gerade vergünstigt als Einführungskracher. Und dazu könnt ihr noch meinen Code anwenden und spart noch mehr. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich auch noch mal in der Infobox. Ich benutze hier einen Bio Soft Walk von Tigerlily. Tigerlily habe ich euch ja in den letzten Nähnews als Stoffshop des Monats vorgestellt. Da gibt es verschiedenste Walk-Varianten. Alle Stoffe, die ich hier heute nutze, sind von Tigerlily. Da habe ich auch noch einen Rabattcode, verlinke ich euch auch gerne unten. Der Bio Soft Walk ist hier wirklich sehr, sehr dick. Den würde ich nicht für Babys empfehlen, weil er natürlich auch super schwer ist und man sich darin relativ schlecht bewegen kann. Aber für größere Kinder, so ab 3 Jahren, die halt eben schon so ein bisschen Bewegung drin haben, dachte ich, ist der ganz gut, weil der eben auch ordentlich warm hält und ich den eben nicht komplett durchfüttern möchte. Und das Kind auch nicht mehr den ganzen Tag im Kinderwagen liegt. Die Kapuze habe ich hier mit einem Interlock-Woll-Jersey abgefüttert und das Ganze habe ich besiebt druckt. Zeige ich euch nachher auch, wie das funktioniert. Bei den Bündchen habe ich mich hier diesmal für Wollbündchen entschieden. Ich hatte nämlich bei den letzten Anzügen das Problem, dass ich normale Bündchen hatte und die saugen sich dann doch sehr schnell mit Wasser voll, die werden schnell dreckig. Und Wollbündchen sind eben nicht so schmutzanfällig, die saugen sich nicht so voll und die lassen sich eben genau auf die gleiche Art pflegen wie dann der Wollwalk oder der Wolljersey. Zum Thema Pflege, zum Thema Walk und so weiter habe ich euch ein ganz ausführliches Video fertig gemacht, ein Stoffkunde-Video. Verlinke ich euch an dieser Stelle, wenn das Thema Wolle oder Walk für euch neu ist, schaut euch das unbedingt an. Da geht es auch ganz viel um die Pflege, um die Verarbeitung, um die Herkunft und so weiter. Wenn ihr Walk nutzt und den später mal irgendwann waschen wollt, was bei so einem Kind ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, auch wenn ihr Walk nur sehr selten waschen müsst, auslüften, abklopfen, abbürsten reicht meistens. Wenn ihr den aber trotzdem euch die Option lassen möchtet, den mal zu waschen, dann solltet ihr den Stoff vor dem Verarbeiten vorwaschen. Ich mache das hier in der Maschine, im Wollwaschgang mit Feinwaschmittel. Dann achtet darauf, dass ihr beim Stoffkauf gleich 10-20% mehr nehmt, weil das Ganze hier natürlich ein Stück einläuft. Ich habe an meinem Anzug auch noch kleine Reflektor-Applikationen dran. Das bin ich bei Kindern ab dem Moment, wo sie laufen können, durchaus sinnvoll, weil gerade diese Walkanzüge sind wahrscheinlich Sachen, die eher in der dunklen Jahreszeit getragen werden und da ist natürlich cool, wenn irgendwas reflektiert. Alternativ könntet ihr zum Beispiel auch Reflektor-Paspel einnähen. Dazu gibt es auch nochmal ein Kapitel im E-Book.
Es gibt auch Reflektor Schrägband, das könnte man bei den Taschen nutzen. Überhaupt, das E-Book ist unfassbar umfassend. Es gibt für alle Varianten eine Anleitung. Es gibt ganz, ganz viel Input. Designbeispiele mit wunderschönen Anzügen, da könnt ihr euch richtig inspirieren lassen. Es macht einfach nur Spaß, das mal durchzublättern. Das Schnittmuster bekommt ihr einmal als A4-Datei zum Zuhause ausdrucken, als A0-Datei zum Ausdrucken lassen. Ich habe das hier bei dieplotterei.de ausplotten lassen und ausdrucken lassen. Das heißt ja dann auch plotten in dem Sinne. Und das war sehr günstig, es war extrem schnell und es ist super praktisch. Ich habe das gleich mehrfach bestellt, dass ich halt verschiedene Größen ausschneiden kann. Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten gibt es auch eine A0 Beamer-freundliche Datei für alle Beamer-Freunde unter euch. So, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Der Fokus heute liegt auf Bereich Kapuze, Reißverschluss und Beleg mit Jersey. Und natürlich die innenliegenden Bündchen. Den Rest mache ich so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Da findet ihr aber auch ein Video. Ich habe ja ein Video gemacht zum Walkanzug, der komplett gefüttert ist. Den verlinke ich euch da. Das ist auch der Jolly Jumper. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit meiner neuen Variante. Was ich verwendet habe, ist jede Menge Walk, Wolljersey. Ich habe hier einen Interlock Wolljersey. Außerdem nutze ich Wollbündchen, einen Reißverschluss und Applikationen. Ich nutze an dieser Stelle den Schnitt für den Matscheanzug. Im Schnitt sind übrigens bereits 0,7 cm Nahtzugabe enthalten. Im E-Book gibt es eine Variante mit innenliegendem Bündchen, wo hier an den Armen und Beinen nichts dazugegeben wird. Da ich meine Umschläge aber etwas größer mache, gebe ich hier zum Schnitt an den Armen und Beinen nochmal 3,5 cm hinzu. Das müsst ihr aber nicht, das kommt immer darauf an, wie weit ihr den Umschlag nachher macht. Ansonsten mache ich den Zuschnitt genau wie in der Anleitung beschrieben. Ich habe hier losgelegt mit dem Siebdruck der Kapuze. Ich wollte hier unbedingt einmal Siebdruck ausprobieren auf dem Jersey. Und ich habe mir hier aus Vinylfolie ein paar Weltraummotive ausschneiden lassen mit dem Plotter, das dann auf meinen Siebdruckrahmen geklebt und dann mit lila Farbe auf den Interlock Wolljersey übertragen. Das hat eigentlich super funktioniert und ich kann euch auch nochmal ein ausführliches Video zum Thema Siebdruck an dieser Stelle verlinken. Ich nutze das Ganze hier nachher als Kapuzenfutter. So, los geht es mit dem Jolly Jumper mit den Taschen. Hier werden dann erst die Bündchen angenäht und dann die Taschen. Die Taschen schneide ich hier doppelt zu, und zwar zweimal aus Walk und zweimal aus Jersey, damit es an der Stelle nachher nicht ziehen kann. Ihr könnt das natürlich auch nur aus Walk zuschneiden. Dazu findet ihr aber auch nochmal alles ausführlich im E-Book oder in meinen anderen Walkanzug-Videos. Anschließend habe ich hier die Applikationen aufgenäht. Das sind halt kleine reflektierende Sterne und die habe ich im ganzen Anzug verteilt und auch nochmal mit Labels kombiniert. Ganz wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr das Ganze immer auf die rechte Stoffseite näht. Also hier nicht rechts und links verwechseln. Nachher habt ihr zwei rechte Ärmel. Das wäre ja ärgerlich. Anschließend habe ich die Kapuze zusammengenäht. Hier wird dann das Bündchen angesteckt und festgenäht und dann das Innenfutter angenäht. Auch das zeige ich euch ausführlich in den anderen Videos. Anschließend werden hier die Schulternähte abgenäht. Ich schneide dann hier immer die Nahtzugabe knappkantig zurück auf einer Seite, klappe das um und nähe das nochmal ab. Jetzt nehmen wir die Kapuze ein. Ich zeige euch mal, wie ich hier die Belege aus Jersey mache. Ich habe ja hier ein Woll-Interlock-Jersey, es geht aber auch super mit Sweat. Eigentlich geht auch ein reiner Jersey, der ist aber natürlich super dehnbar, flutschig und kann hier ein paar Nerven kosten. Das heißt, es kann ganz nützlich sein, wenn der Stoff hier etwas weniger stretchig ist. Die Variante mit den Jersey-Einfassungen ist super, wenn ihr so wie ich einen sehr dicken Walk habt. Im anderen Video für die Babyanzüge zeige ich euch, wie ihr einen kleinen Beleg aus Walkstreifen machen könnt. Im E-Book wird der Jersey-Beleg übrigens etwas anders genäht, aber es gibt ja bekanntlich immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Ich habe mir hier zwei Jersey-Streifen zugeschnitten, die 5 cm breit sind und so lang wie die Öffnung vom Reißverschluss. Dann habe ich jeweils eine Kante auf der linken Seite mit einer Einlage beklebt, damit sich das Material weniger dehnt. Kantenfix ist hier auch eine super Option. Die andere lange offene Kante habe ich hier einmal mit der Overlock abgenäht. Die Kapuze wird jetzt rechts auf rechts angesteckt. An den beiden vorderen Kanten bleibt jeweils knapp 1 cm Walk vom Anzug überstehen. Legt dann die Belege aus Jersey auf die Enden rechts auf rechts und zwar so, dass die verstärkten Kanten Richtung offene Walkkanten liegen und die versäuberten Kanten Richtung Stoffmitte hin. Außerdem nutze ich hier noch einen Einfassstreifen für die Kapuze, der ist bei mir 4 cm breit und ragt oben in die Belege hinein. Das wird jetzt einmal festgenäht. Hey,
hey, wenn das bis hierhin interessant für dich war, dann abonniere doch meinen Kanal. Hier kriegst du nämlich ganz viele Nähideen, Plotterideen. Jeden Dienstag gibt es hier neue Videos. Ich habe ganz viele Schnittmuster für euch, Nähwissen und. Ich würde mich freuen, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen. So, machen wir mal weiter. Jetzt bereiten wir den Reißverschluss vor und hier starten wir mit dem Kinnschutz. Der wird rechts auf rechts zusammengelegt. Dann einmal die Rundung abnähen, die Nahtzugabe einschneiden und das Ganze einmal wenden. Ich fixiere mir den Kinnschutz an der oberen Kante. Ich mache das immer vom Kinn aus an der rechten Seite. Hier wird das Ganze dann mit wenigen Stichen nah an der Kante oben mittig festgesteppt, nur im Bereich der Nahtzugabe. Dann bereite ich mir den Reißverschluss vor. Ich arbeite hier mit solchen Endstücken. Macht das aber nur, wenn ihr euch da wirklich sicher fühlt. Sollte natürlich nicht so ein kleines Metallstück abgehen. Ich kürze meinen Reißverschluss also auf meine Wunschlänge, lege ihn dafür oben an und schneide unten 3 cm vor dem Schritt ab. Zieht beim Reißverschluss den Zipper auf. Dann brauchen wir noch Reststücke vom Balk, so breit wie euer Reißverschluss und mindestens 4,5 cm lang. Ich mache meins ein bisschen länger und schneide es dann einfach später zurück. Näht das Ganze ab, klappt das Ganze dann nochmal um und näht das nochmal auf der rechten Seite knappkantig ab. Legt dann den Reißverschluss rechts auf rechts an die offene Anzugkante mit Kinnschutz. Oben lege ich das Ganze ganz nah in den Kinnschutz und klappe den dann um, stecke das fest und stecke dann den Reißverschluss nach unten. Dann hole ich mir den Beleg von oben, klappe den runter und stecke den mit fest. Das wird jetzt einmal mit dem Reißverschlussfuß abgenäht. Wenn ihr hier unsicher seid, steckt wirklich ganz, ganz viel. Und wenn ihr immer noch unsicher seid, dann heftet das Ganze vorher per Hand, dann rutscht euch hier nichts weg. Danach wird die offene Reißverschlusskante rechts auf rechts auf die andere vordere offene Kante vom Balk gesteckt. Schaut, dass ihr ihn wieder möglichst gleichmäßig verteilt und steckt dann auch hier den Beleg oben drauf fest und näht das Ganze wieder ab. Jetzt wird der Anzug nochmal abgesteppt. Ich stecke dafür die Reißverschlusskante nochmal durchgehend mit Klemmen, damit der Beleg auch schön flach liegt. Das mache ich an beiden Seiten. Jetzt wird noch der Einfachstreifen an der Kapuze gesteckt. Der wird einfach unter die Nahtzugabe gelegt und dann mit der Nahtzugabe nach unten geklappt und festgesteckt. Schaut, dass die Ecken mit den Belegen schön ordentlich aussehen und wenn ihr möchtet, könnt ihr an dieser Stelle auch nochmal Größenlabels oder ein Band zum Aufhängen mit feststecken und einnähen. Ihr könnt das Ganze jetzt entweder in einem Rutsch abnähen, ich nähe aber gerne den Reißverschluss auf der rechten Seite und die Einfassung auf der linken, daher mache ich das nacheinander. Ich nähe also erst die beiden Reißverschlusskanten links und rechts knappkantig ab. Anschließend steppe ich die Nackeneinfassung ab. Das mache ich hier mit einem elastischen Stich. Lasst euch bei dieser Naht wirklich Zeit, damit die schön ordentlich wird. So, soweit, so gut. Dann habe ich die Ärmel angenäht. Achtung, es gibt einen rechten und einen linken Ärmel. Achtet da genau auf die Markierung aus dem Schnittmuster. Anschließend wird der Anzug rechts auf rechts zusammengeklappt und es werden hier die Seitennähte geschlossen. Jetzt kommt noch der Schritt mit dem Zwickel. Beim Zwickel ist es wichtig, dass ihr ganz genau arbeitet und wirklich viel zu stecken. Jetzt wird noch die Schrittnaht geschlossen. Auch das geht eigentlich ohne Probleme, wenn das Ganze gut gesteckt ist. Jetzt ist der Walkanzug fast fertig und wir kommen zum spannenden Teil, den Bündchen. Im Schnittmuster für den Matschanzug sind auch Schnittteile für die innenliegenden Bündchen mit enthalten. Alle Bündchen werden jetzt erstmal rechts auf rechts zusammengeklappt und abgenäht. Ich mache das gern mit der normalen Nähmaschine mit einem Geradstich, weil diese Naht in diese Richtung ja nicht elastisch sein muss und man kann die Nahtzugabe anschließend gut auseinanderklappen. Dann werden die Bündchen wie ganz normale Bündchen angenäht, links auf links zusammenfalten und dann in den Anzug stecken. Der Anzug ist hier immer noch auf links. Ich stecke erst die Bündchennaht an die innere Beinnaht und dann hier die Viertel. Das Ganze nähe ich dann einmal ringsherum ab mit einem elastischen Stich und das wiederhole ich dann natürlich auch für alle anderen Arme und Beine. So, jetzt können wir den Anzug einmal wenden und anschließend muss der Walk an den Ärmeln und Beinen noch einmal nach innen eingeschlagen werden. Das mache ich hier für 4 cm ab Bündchennaht. Im E-Book wird an dieser Stelle übrigens mit 3 cm gearbeitet. Ich stecke das ringsherum und achte auch darauf, dass es durchgehend genau 4 cm sind. Wenn das ringsherum gesteckt ist, nähe ich das innen einmal ringsherum knapp neben der Bündchennaht ab. Und das mache ich auch wieder an Beinen und eben auch an beiden Armen. Und das war's schon und so sieht das dann aus.
So, fertig ist mein neuer Jolly Jumper Outdoor Matcha-Anzug, Walk-Anzug fürs DIY-Euch. Und ich finde ihn mega cool geworden, auch mit diesem Weltraum-Thema, mit den Sternen und so, finde ich sehr, sehr schön geworden. Ich mag den Schnitt ganz, ganz doll. Ganz lieben Dank an Ronja für die Arbeit für diesen neuen Schnitt und natürlich für die Unterstützung in diesem Video. Denkt an den Rabattcode, mit dem bekommt ihr noch 20% Rabatt auf die Jolly Jumper Schnitte. Ja, dann ganz viel Spaß beim Jolly Jumper nähen, würde ich sagen. Taggt uns auf Instagram, wenn ihr nach dieser Anleitung genäht habt. Und außerdem gibt es ein richtig cooles Video von Hoy Handmade, das kann ich euch da auch mal verlinken. Da wird ein neuer Jolly Jumper genäht, komplett gefüttert mit Knopfleister. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und dann ganz viel Spaß beim Nähen. Bis nächste Mal. Tschüss, eure Nastja.